Wie ihr seht, ich hatte das jetzt einmal auseinandergenommen, um zu gucken, ob irgendwelche Schäden dran sind, Schadensbegrenzung etc. Ich kann jetzt nichts feststellen, dass sie nicht geschaltet hat, lag einfach daran, dass das Sonnenrad hier und der Schubklotz auf der Seite total verharzt war. Das ließ sich überhaupt nicht mehr drücken. Das habe ich jetzt gereinigt. Einfach, ich habe die Schraube hier nicht rausgenommen, die sitzt auch ein bisschen fest. Die wollte ich jetzt nicht kaputt machen. Normalerweise kann man hier diese kleine Kunststoffschraube rausnehmen. Dann sitzt hier auch noch so eine Feder drin mit einem Stift, die gegen diesen Schubklotz hier drückt. Ja, da sitzt noch ein Schubklotz drin. Das Prinzip von der 5-Gang Pentasport ist quasi das gleiche wie von der 7-Gang-SRAM. Da habe ich schon mal ein Video drüber gemacht mit den Schubklötzen. Das ist also hier genau das gleiche Prinzip. Ja, auf jeden Fall habe ich das hier alles schön gängig gemacht und jetzt lässt es sich auch wieder schalten. Dass die Bremse nicht funktioniert hat, beziehungsweise dass man immer im Leerlauf getreten hat beim Rücktritt, beim Zurückbremsen, lag einfach daran, dass das alles hier total verharzt und verfettet ist. Also das Harz schon verharzt und fest und nicht mehr gut schmiert. Ja, das klebt also. Ja, das sieht man auch, der klebt richtig zusammen und auch die Sperrklinken bleiben hier jetzt kleben. Das hat dann den Effekt, wenn ich rückwärts trete, dass der Bremskonus nicht rauswandert und die Bremsbacken nicht ausdrücken kann gegen die Bremsfläche. Und wenn ich jetzt wieder anfangen will zu treten, sind die Sperrklinken dadurch, dass ich ja so lange das Getriebe rückwärts getreten habe, die rasten ja dann ein, die werden ja runtergedrückt durch die Verzahnung von der Narbe, sind die dann kleben geblieben und dann habe ich in dem Moment auch keinen Vorwärtsantrieb mehr gehabt. Das heißt also, ich konnte, habe dann auch 4, 5 Mal immer nur treten müssen, bis der Antrieb wieder da war. Also nichts kaputt. Jetzt mache ich das alles hier schön sauber und dann gehen wir nochmal auf die Funktion ein, beziehungsweise auf die komplette, wie man das Teil komplett wieder zusammenbaut. Das ist einfach angenehmer, das dann in einem sauberen Zustand zu zeigen. Jetzt möchte ich auch sagen, was ich an Defekten noch gefunden habe. Und dann bauen wir die jetzt hier komplett zusammen. Ich denke mal, das ist dann am verständlichsten, ne? Auseinandergebaut ist immer alles schnell. Doch häufig vertut man sich auch einfach oder weiß dann hinterher nicht mehr, wo kommt jetzt was hin, weil man vielleicht was durcheinander gewürfelt hat. Deswegen habe ich das mal hier so ein bisschen sortiert aufgelegt. Beim Saubermachen, das erste, was mir entgegengekommen ist, als ich den Bremsanker, ich habe also mit der Bremse angefangen, die vernünftig zu reinigen, weil das ja mit einem Verschleißteil ist, aufgefallen ist, beziehungsweise was mir entgegengekommen ist, ist diese gebrochene Scheibe hier. Wie sowas brechen kann, keine Ahnung, ich habe es noch nie gesehen, ist das allererste Mal, dass ich sehe, dass so eine Scheibe hier bricht. Ist aber auch nur eine Kleinigkeit, ist nichts Wildes. Das ist die Scheibe, die hier zwischen hier vor dem Getriebeträger sitzt, also vor dem Planetenträger. Und hier kommt ja dann hinterher der Clipser vor, der das Ganze befestigt. Die ist übrigens identisch mit der 7-Gang-Narbe. Da habe ich mir auch schon eine neue Scheibe von besorgt, beziehungsweise eine gebrauchte. Die packen wir hier schon mal hin. Das heißt also, Schaden ist schon mal behoben. Fetten, immer ordentliches, gutes Getriebefließfett benutzen oder normales Staucherfett. Das ist vollkommen egal. Fangt bitte nicht an, irgendwie Montagepasten oder sowas zu benutzen. Das tut einem Getriebe gar nicht gut. Und auch kein Öl, keine Teflonöle oder Lubrikants und ach, was weiß ich nicht, was es da noch alle gibt. Macht das nicht. Nehmt richtig schönes, ordentliches, normales Staucherfett. So, das Staucherfett werde ich mir jetzt auch mal besorgen. Draußen habe ich keine Lust, das zu machen, weil es ist gerade Schneeregen angehen. Deswegen habe ich mich hier auch rein verzogen. Ich habe jetzt mein Fetttöpfchen geholt. Jetzt können wir anfangen. Ich habe auch noch WD-40 und Bremsenreiniger mit dabei, weil ich hier nochmal ein bisschen WD-40 aufsprühen möchte. Ich möchte hier nicht so viel Fett drauf machen. Das mache ich mal eben. Aber auch wirklich nur ganz sachte. Das Problem ist halt, dass ich hier, dadurch, dass man das nicht auseinandernehmen kann, nicht so richtig dran komme. Und da muss man halt ein bisschen improvisieren. Und dann nehme ich hier so eine kleine Spritze und mache hier zwischen so ein bisschen Fett und hier so ein bisschen Fett drauf. Aber wirklich nicht viel, ne? Das muss also wirklich noch hauchdünn sein. So.
So sieht das eigentlich schon ganz gut aus. Bei dem Sonnenrad ganz wichtig aufpassen, hier sind so kleine Nuten. Die Nuten müssen in Fahrtrichtung, also was heißt in Fahrtrichtung, in Antriebrichtung zeigen, aus dem einfachen Grund, weil sich die Feder hier reinsetzt. Rein theoretisch könntet ihr das auch so rum drauf machen, das würde der Getriebefunktion der Übersetzung keinen Abbruch tun, das wird trotzdem funktionieren, nur halt nicht sehr lange, weil dann halt in Gefahr läuft, dass sich die Feder mit festdreht oder eindreht. Also darauf achten, Nuten, diese Ritzel hier immer in Antriebsrichtung, also hier, wo die Kette sitzt. Feder drauf, wenn ihr so Federn habt, das braucht ihr auch nicht einfetten, das reicht, wenn ihr die normal mit dem Fett, was an dem Finger ist, anfasst und ein bisschen drückt, ein bisschen einschmiert, das ist vollkommen ausreichend. So, als nächstes haben wir hier so eine kleine Unterlegscheibe, auch hier gilt wirklich nur hauchdünn mit dem Fett von der Hände einfetten. Die Unterlegscheibe kommt hier auf die Feder und dann ziehen wir die Feder hier so zusammen. So, und hier ist so eine kleine Nut und in diese kleine Nut auch ein bisschen Fett dran. Kommt dieser schicke Sprengring, den einfach drauf drücken und die Sonnenräder sind montiert. Als nächstes nehmen wir hier diese kleine Tellerscheibe. Die kommt hier drauf. Auch hier gilt wieder alles nur Handfett. Ein bisschen Handfett immer mal wieder erneuern. Und jetzt die Tellerscheibe hier drauf. So. Jetzt kümmern wir uns hier mal um den Schubklotz. Den Schubklotz schön sauber machen. Auch den Schubklotz hier ein bisschen einfetten. Auf das Gewinde mache ich ein bisschen Öl. Da mache ich kein Fett. Dann na, die Feder zusammendrücken und den Schubklotz rein. Wie rum ihr den reinlegt, ist auch egal. Perfekt. Jetzt setzen wir hier unser Kupplungsrad zusammen. Das Kupplungsrad hat hier einen Ring. Dabei darauf zu achten ist, dieser Ring hier, der hat eine gewölbte und eine glatte Seite. Die glatte Seite kommt nach unten, das heißt, ich setze den so drauf. Auch hier muss natürlich ein bisschen Fett drauf, das ist klar. So, und mit dem Ring hier. In der Nut und fertig ist. Keine Markierung, nichts drauf zu beachten. So, jetzt bauen wir das schicke Teil jetzt zusammen. Hier ist auch ganz wichtig, nur wieder mit der Hand so oberflächlich einfetten. Dann nehmen wir hier unsere Feder. Die Feder hat hier so eine kleine Nase. Die Nase muss hier in die Kante hier reingreifen. Also nicht in die innere, sondern in die äußere. Ja? Weil die äußere, das geht so nach oben, dann würde sich die Feder halt verziehen und verbiegen und würde die Sperrklinken blockieren. Nicht zu weit auseinanderziehen, wirklich nur so eben gerade, dass sie hier rüber geht. Auch beim Abbauen aufpassen. Jetzt nehmen wir unsere Sperrklinken. Bei der Sperrklinke darauf achten, dass wir die richtig rum reinsetzen. Ja? Die Sperrklinken greifen, also das ist so auf dem Antrieb drauf, die Sperrklinken greifen in die Narbe und treiben die Narbe ein. Diese Zähne sind das. Das heißt also, ich muss die Sperrklinken so einsetzen, dass die Zähne nach vorne greifen. Und hier ist auch, ups, toll, hier ist auch so eine kleine Führung drin, wo die Sperrklinke drin sitzt. Ja? So, nachdem ich jetzt die Feder hier drauf gemacht habe, mache ich das ganz einfach. Ich nehme mir hier so den kleinen Schraubenzieher, lege den hier hin, einfach hier so rein. Dann kann ich meine Sperrklinke nehmen und kann die Sperrklinke hier reinlegen. Jetzt
lasse ich das ganze Teil los. Und habe eine erste funktionierende Sperrklinke. Das gleiche auch wieder hier auf der Seite. Ich nehme die Feder, öffne die hier, nehme meine Sperrklinke, kann die Sperrklinke hier reinlegen, Feder runter. Bevor wir jetzt das hier draufsetzen, fangen wir bei dieser Narbe mit der Seite hier an. Das hat den Hintergrund, das ist ein bisschen kompliziert, wenn wir normalerweise, also eigentlich ist es so, dass man erst die Seite hier zusammenbaut, dann hat man so eine Schablone für das Getriebe und schiebt das Getriebe rein. Ist aber, wenn man keine Schablone hat, relativ schwer, das so zu machen ohne Schablone, deswegen muss man gucken, dass man hier diese Punkte raus hat und deswegen fangen wir auch von der Seite an, denn auch die 5-Gang Pentasport hat hier diese Punkte, genau wie die 7-Gang Pentasport drauf und die muss man auch außen haben. Ja? So, und wenn ich jetzt das Teil hier noch nicht verbaut habe, fällt einem dann leichter, das aufzusetzen. Mein Gott, was ist los mit mir heute? Aber so ist das nun mal, wenn man einen Flock macht, nicht? So. Das ist nämlich ein bisschen, wenn ich den jetzt einmal so habe, jetzt habe ich ihn. Und jetzt kann ich nochmal kontrollieren, sind die Punkte auch wirklich alle draußen? Jawohl, sie sind alle draußen. Und genau diesen Punkt muss man einfach erwischen bei dieser Narbe. Und das geht sehr schlecht, wenn das Hohlrad hier schon drauf ist. Ja. Deswegen, also hier fangen wir echt von der Seite an. Und jetzt können wir auch unser Knipscan hier drauf machen. Das kaputte wird ersetzt durch die neue. Jetzt nehme ich den Clipser, lege ich den hier drauf. Zack. Darauf zu achten ist, dass diese Nase hier drauf sitzt, damit der sich nicht verdreht. Jetzt können wir mit der Geschichte hier weitermachen. Auch alles schön eingefettet, nicht zu dick. Auch hier ein bisschen Fett drin, immer nur so Handfett, ne? Dass man wirklich schmierige Hände hat. Deswegen sage ich nach Möglichkeit, diese Schaltung immer zusammenbauen ohne Handschuhe. Ich nehme jetzt das Hohlrad und das Kupplungsrad, lasse das hier reinfahren und jetzt seht ihr auch, was ich vorhin meinte. Ich zeige das nochmal genauer. Bitte auf die glatte Seite achten, dass ihr nicht die gewölbte Seite nehmt, sondern die glatte Seite. Jetzt kann ich das Hohlrad nehmen, nachdem das hier eingesetzt ist und kann das hier drauf schieben. Und dadurch, dass das Getriebe jetzt ja schon synchronisiert ist, kann mir hier nichts mehr passieren mit dem Hohlrad. Das heißt, ich kann hier wirklich schieben und gucken, ne, dass ich das Hohlrad hier vernünftig drauf kriege. Kann mir hier gar nichts mehr passieren, egal was ich mache. So, und die Punkte sind immer noch alle draußen. So kann man das übrigens auch bei der 7-Gang-Narbe machen, wenn man keine Schablone zur Hand hat. Es ist definitiv also viel, viel einfacher, das so zu machen. So, jetzt nehme ich das Lager. Also der erste Lager, darauf achten, so rum. Ja, weil hier läuft es ja drin, das läuft ja so hier drin auf dem Träger. So, also so rum. Dann nehme ich diese dicke, fette Feder hier, lege die hier drauf. Dann nehme ich den Antrieb, setze den Antrieb hier drauf, kann den hier drauf schieben. Halte das so ein bisschen unter Spannung. Nehme jetzt diese kleine Scheibe hier, die lasse ich hier so drauf fallen. Ist nämlich verkantet. Nehme diese Feder hier. So. Nehme das Lager. Kommt ebenfalls so rum rein. Die Staubkappe. Mach die drauf. So kann ich auch als erstes machen. Ist dann halt nur wegen der Feder ein bisschen schwerer, die Scheibe da reinzukriegen. Ups, schief. Staubkappe drauf.
Die will auch nicht so, wie ich das will, aber egal, die muss so, wie ich das will. Jetzt nehmen wir den Konus. Hier ist darauf zu achten, da kommt keine Tellerfeder drauf oder Tellerscheibe drauf, weil die Feder greift hier in der Kante. Nicht irgendwie schief aufsetzen oder so, aber es, eigentlich ist es unmöglich. Und den Konus kann ich dann jetzt hier aufschrauben bis zum Ende und anziehen. 17er Schlüssel. Jetzt das Schaltgestänge. Das fette ich auch schön ein. Einführen. So, läuft super. Einmal frei, schön sauber, schön leicht. Und wird schaltet. Super, sehr schön. So, ich muss ja hier jetzt ein bisschen aufräumen. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen umgeräumt hier, habt ihr ja gesehen, als wir das Getriebe zusammengebaut haben, weil das doch etwas schmierig wurde auf dem Tisch. Sonst kriege ich nachher noch Ärger mit meiner Frau. Wenn man jetzt immer ständig immer alles anders hinlegen muss, da kommt man hinterher auch durcheinander. Gerade für so ein Video ist das nicht so toll. Aber hat ja alles ganz gut geklappt. Jetzt kommen wir noch zur Bremse und dann hauen wir das ganze Ding mal in eine Narbe rein. Bremskonus. Hier ist auch wieder ganz wichtig, Fett, nicht zu viel, von innen schön fetten. Entschuldigung, von außen schön fetten. Hier könnt ihr auch wieder normales Staucherfett nehmen oder Bremsmantelfett, wenn ihr zur Verfügung habt. Aber eigentlich kommt hier kein Bremsmantelfett drauf. Also hier kommt immer noch normales Narbenfett drauf. Hier sind auch Sperrklinken drauf. Die Sperrklinken werden hier mit diesem Clips befestigt. Dieser Clips, hier sind so Nasen drin in der Rille. Da, 1, 2. Dieser Clips muss vor den Nasen liegen. Also diese Feder. Ich lege den mal einmal hier so davor, so. Und so, damit er sich nicht verdreht. Weil es ist ja ein Bremskonus, ne? Und da soll die Feder sich ja nicht verdrehen. Auch hier gilt wieder Sperrklinken in Fahrtrichtung. So ist der Antrieb. Ich nehme also meine Sperrklinke. Die setze ich dann hier so rein. Diese auch nicht groß fetten. Wirklich nur das Fett, was ich hier auf der Hand habe, nehmen. Nicht mehr. Sonst verkleben die hinterher wieder. Na. Das ist halt der Nachteil, wenn man fettige Finger hat, aber irgendwie funktioniert das schon. So, habe ich meine Sperrklingen drauf. Die Feder hier ist im Prinzip vollkommen Schnuppe. Die ist hinterher für unsere Bremsbacken als Fixierfeder gedacht. Die dreht sich sowieso mit. Die kommt hier rein. Damit ist der hier schon mal fertig. Jo, als letztes müssen wir noch die Bremsbacken zusammensetzen. Ist ein bisschen haperig, ein bisschen schwergängig. Müssen Sie darauf achten, dass die Feder nicht an der offenen Stelle liegt. Deswegen ist das ein bisschen ützeli, das da reinzusetzen. Von daher würde ich empfehlen, den noch nicht zu fetten. Also erst fetten, wenn er da drin sitzt. Der erste geht immer relativ einfach rein.
Wenn man das jetzt fettet, bevor man die Bremsbacken einsetzt, dann kann das sein, dass man die Bremsbacken gar nicht reinkriegt, weil das alles so glitschig ist. Die ist also schon sehr stramm, ne? Da muss man schon gucken. Jo, so. Warte mal, nee, lieber von der anderen Seite, immer den kürzesten Weg. So, vorsetzen. Jetzt einmal. Biegen. So. Fettig. Der ist auch zusammengesetzt. Jetzt können wir den schön fetten mit dem Bremsmantelfett. Gibt es von Nigrin und SRAM und was weiß ich nicht noch. Ich gucke mal, was ich da finde. Das verlinke ich euch auch unten. Natürlich nicht wieder zu viel. Also nicht fest patschen oder so, dass er extrem überquillt mit Fett. Die Lauffläche hier innen, dass der Konus ist mit normalem Fett gefettet. Hier die Bremsfläche mit ein bisschen Bremsmantelfett drauf. Jetzt bauen wir das Ganze in die Narbe ein. Nehmen wir die Narbe. Schieben die hier drauf, bisschen drehen. Bis es richtig drin sitzt. So. Normalerweise ist die im Schraubstock eingespannt, aber es geht auch so. Und jetzt müssen wir mal gucken, diese Nase hier von diesem Bremsmantel, die muss da in diese kleine Feder reingreifen. Da in die kleine Feder muss die rein. So. Jetzt nehmen wir noch unseren Kugelring. Den auch fetten, schön fetten. Der hat hier zwei Nasen. Diese zwei Nasen von dem Bremsarm greifen hier rein. Schieben wir hier einfach auf. Drehen so ein bisschen, bis er gepackt hat. Und schrauben das ganze Ding zu. Das war's. Kontermutter noch drauf. Lager einstellen. Ja, war wieder sehr aufwendig, sehr langes Video, aber so ist das halt nun mal. Wir wollen das ja auch so naturgetreu und so aufwendig getreu zeigen, wie nur geht. Hat es euch gefallen, würde ich mich über einen Daumen so hoch sehr freuen. Hat es euch nicht gefallen, dürft ihr natürlich auch einen Daumen runter geben und immer wieder Verbesserungsvorschläge. Und wir sehen uns zum nächsten Projektvideo wieder. Ciao Leute, bis dann.